So, herzlich willkommen also auch zur Vorschau auf den 31. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Saison 2019-2020, aufgezeichnet am Mittwoch, dem 10. Juni 2020 und verfügbar ab dem 11. Donnerstag, dem 11. Juni. Also, mir ist ein Fehler passiert und jetzt ist natürlich die Frage, wie ich den korrigiere. Der Eindruck ist natürlich der, dass die Erstliga-Videos etwas mehr geschaut werden. Aufgezeichnet habe ich zuerst das der zweiten Liga und die werden zeitgleich veröffentlicht, sodass also jetzt fraglich ist, ob jemand zuerst das oder das schaut. Die Erstliga-Videos werden etwas mehr geschaut, sodass ich davon ausgehe, dass die Leute, die erste Liga schauen mehr, also schauen die zweite Liga schauen auch erste. Also es gibt wenige, davon ist mal auszugehen, die nur zweite Liga schauen, weil es ihre Pet League oder was auch immer ist, könnte ja einen Grund geben. Aber im Moment gibt es ja auch von den Ergebnissen her wenig Anlass, sich jetzt auf diese Liga zu konzentrieren, da die erste Liga ja noch vergleichsweise gut und die zweite halt etwas schlechter funktioniert. Aber wie auch immer, jedenfalls der Fehler passiert bei der Zweitliga und jetzt hätte ich natürlich das Video neu machen können oder ich korrigiere oder mache einen hinterher oder ich müsste was schneiden, sind alles nicht meine Kernkompetenzen und von daher erkläre ich es halt einfach nur hier. Und da waren halt Fehler in den Quoten bei den Spielen der zweiten Liga auf die Seiten. Und dass halt ab und zu mal ein Fehler passiert. Nur wer jetzt halt das guckt und dann sagt er, was sind denn das für Quoten? Die gab es ja nie, die gibt es ja nie, wenn er das hier abrechnet oder so. Ich habe keinen Bock mehr und gucke nicht mehr, weil das ja alles Lug und Trug ist. Aber hier sind jetzt die korrekten Kurse. So, und wer eben, da ich jetzt das Zweitliga-Video zuerst aufgezeichnet habe, wie vielleicht letzte Woche auch schon, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber dann plaudere ich natürlich immer ein bisschen und ihr merkt ja schon, meine Leidenschaft ist ja dann auch das Plaudern. Selbst wenn ich eben prinzipiell natürlich schon die Absicht habe oder auch mein Geschäft halt darauf basiert, hier gute Tipps abzugeben und so weiter. Und das halt schon seit Jahrzehnten, aber dann ist trotzdem meine Leidenschaft irgendwo der Fußball und auch über den Fußball zu reden und da würde ich halt sehr, sehr gerne auch in dieser Hinsicht neue Zuschauer gewinnen oder ja, dass man sich halt von irgendeiner Seite dafür interessiert, was ich hier zu erzählen habe und dass man eben möglicherweise hier auch Anstöße bekommt, in welche Richtung man da Dinge verbessern könnte. Denn ich kann sehr wohl auch unterscheiden, also ich habe ja jetzt immer so beobachtet es oder unterhalte mich mit vielen Leuten, die immer irgendwie trotzdem rechtfertigen, dass alles so okay ist, aber trotzdem viele halt nicht mehr gucken. Dann sage ich immer, naja, also ernsthaft mitspracheberechtigt bist du nur, wenn du auch guckst und dann kannst du halt sagen, ja, ist alles wunderbar, korrekt entschieden oder wie auch immer. Oder klar regt man sich auf, aber das war ja vorher auch schon so oder wie auch immer. Dann sage ich aber, vielleicht gibt es ja auch Sportarten oder Möglichkeiten, dass man sich nicht aufregt. Und abgesehen davon kann es eben sein, dass man zwar trotzdem schaut, sich aber immer ärgert und dass es aber sogar mehr Spaß machen würde, wenn man sich nicht ärgern würde und dass man nicht sagt, das gehört dazu. Oder so, weil das ist einfach so, war schon immer so, ja, dann muss es so bleiben, dass man sich immer ärgert, aber dann hat man halt meinetwegen die große Faszination Fußball noch auf eine Art, zwar sind alle irgendwie unzufrieden, aber die sagen halt trotzdem, ja, irgendwie ist ja trotzdem faszinierend, aber man könnte eben auch Spaß dabei haben. Also das sind alles so Überlegungen, die meiner Meinung nach auch von offizieller Seite überhaupt nicht angestellt werden. Also auch gar nicht, was die Zuschauer interessiert, weil da halt die Meinung vorherrscht, dass sie ja bereits entschieden haben und es interessiert sie alle, aber das ist halt eben nicht die Wahrheit. Und die Gründe der Abkehr oder so, das habe ich ja jetzt wieder, wo der eine meinte, Salami-Spieltage oder so, der sagte, vielleicht wenn alles an einem Tag wäre, würde er noch gucken, aber so, er kann ja nichts machen, wenn es ihm keinen Spaß macht, macht es ihm keinen Spaß. Was soll er denn machen oder so, so hat er dann verzweifelt, händeringt er, ja, ich kann ja nicht. Sag ich, aber wenn du Fußballmanager und sowas spielst, das Spiel funktioniert doch nur, wenn es den großen Fußball auch gibt. Du kannst ja nicht
sagen, das Managerspiel wird es für immer geben, auch wenn der Fußball längst beerdigt ist. Nein, dann gibt es es nicht mehr. Also hat er irgendwo auch die Verpflichtung, den Fußball irgendwie zu promoten oder mit zu, naja. Aber man kann sich halt auch nicht zwingen. Wenn es keinen Spaß macht, macht es halt keinen Spaß. Und das sehe ich absolut ein. Und jedem, den es keinen Spaß macht, der ist bei mir herzlich willkommen. Den würde ich niemals versuchen zu überzeugen davon, dass es doch schön ist. Sondern wenn überhaupt, würde ich sagen, ich weiß die Gründe, warum es keinen Spaß macht und ich wüsste auch, was man dagegen tun könnte, dass es doch wieder Spaß macht. Aber davon lassen sich die Leute dann auch nicht überzeugen. Also gucken zwar nicht, ja, Fußball war nicht und doch nicht so und ja, früher mal und heute aber nicht mehr. Naja, aber wenn es schön wäre, interessant, spannend, gerecht, attraktiv, das, dann würde es der, nö, Fußball, nie nur so mein. So, also geht so nicht und so nicht. Naja, also ich will jetzt hier auch niemanden so imitieren, das sind ja Freunde und die mag ich ja auch und die sind ja auch herzlich willkommen bei mir, wenn sie sagen, bloß ich würde eben sagen, dass jemand, der jetzt schaut, auch nicht groß unter Rechtfertigungszwang gerät, warum er das tut, weil es macht halt Spaß, deswegen macht er es. Also da braucht er dann nicht anzufangen, ja, weil, naja, wenn, na so wie die spielen oder so, ja, da ja, brauchst du mir dann nichts erzählen, macht halt Spaß, ja, aber was, fragt man nicht groß und muss sich dafür halt auch nicht rechtfertigen. So, jetzt haben wir hier nochmal die Bilanzen, kennen wir alles schon. Wir sind halt gerutscht auf diese 19,37 Einheiten und meinetwegen schaffen wir es noch, die bis zum Saisonende platt zu machen. Ich weiß es nicht, was soll ich tun. Ich kann halt nur versuchen, so gut es geht, die jetzt wieder die Prognosen und die Computer natürlich Einstellungen, das mit Marktabgleich und meine Berechnungsmethoden und natürlich alles auch kritisch hinterfragen, aber eben auch in dem Sinne jetzt Saisonende, dass man eben da definitiv, also in allen Jahren schon, also angehalten ist eigentlich, also gerade wenn man es mit Computerunterstützung macht, vorsichtiger zu machen, also zumindest dem Computer halt etwas weniger zu vertrauen. Das ist eben, also auch diese ganzen Statistiken verlieren so ein bisschen an Wert gegen Ende der Saison. Das ist halt am Anfang, wenn sich das so formiert oder diese, sagen wir mal, die kleinen Unterschiede sich herausbilden und dann irgendwie der Computer sozusagen was entdeckt, irgendwelche Besonderheiten, die man eben, sagen wir mal, mit einem optischen Eindruck oder durch reine Beobachtung halt nicht so bekommt und der Computer dann, oh ja, das ist ja interessant oder so. Ne? Und im Laufe der Saison, naja, dann viele Dinge verfestigen sich dann sowieso und werden dann vielleicht auch, setzen sich meinetwegen durch und dann hat jeder das oder wie auch immer. Also dann wird das eben weniger relevant. Ich habe aber gestern auch zum Beispiel erzählt mit einem Bekannten halt auch ein bisschen entfernt Wettgeschäft und so weiter. Aber, oder Wetten. Da habe ich ihm erzählt, diese Geschichte, wie ich einmal versucht habe, gegen Saisonende mit sozusagen einem Fachmann, der aber wirklich eine sehr, sehr gute Intuition und sich wirklich auch bis heute fantastisch auskennt im Fußball überall und so, ne? Dass wir gegen Saisonende mal versucht hatten, sozusagen die Kombination von Intuition und trotzdem Computer oder so, ne? Und dann habe ich, also er hat sozusagen gesagt, was kommt, und ich musste dann trotzdem verstandesmäßig das halt so ein bisschen. Also wer gewinnt oder so, hat er einfach gesagt. Ne? Nee, ist klar, die Paarung, da gewinnt der. Also jetzt irgendwie so eine Paarung, aber jetzt hätte er nicht das Spiel oder so genommen. Aber halt, ja, da musste sich halt irgendwas deutlich abzeichnen. Jetzt hier wahrscheinlich werde ich gar keins finden. Aber dann so ungefähr, da ist es jetzt klar. War dann, ja, die letzten 4 Spieltage, es kommt schon hin. Und da habe ich auch einen Beitrag zu geleistet. Das weiß ich noch ganz genau, wo ich dann einmal gesagt habe, AC Turin in der Serie B, die mussten irgendwie gewinnen, wenn Aufstieg oder so. Und dann habe ich gesagt, die gewinnen gegen Acireale, Alicante, nee, Alicante ist Spanien. Naja, irgend sowas, Acireale. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie dann auch gewonnen. 1,40. So, aber da haben wir also auch Gewinn gemacht. Also sprich, am Saisonende, also wir haben einen guten Gewinn gemacht, aber ja, guten Gewinn. Aber da könnte man eben jetzt sagen, am Saisonende, also definitiv zählen ein bisschen andere Gesetze. Also das ist jetzt natürlich wirklich wichtig für euch, aber wer hört jetzt gerade zu, klar, müsst ihr dann natürlich immer die Entscheidung treffen,
insgesamt mit den allen Videos oder so, ob man sich dann wirklich alles anhört oder ob man nur kurz auf die Wetten oder so, auf die Tipps. Aber es gibt eben bei mir definitiv hier was, was man eben in dieser Form noch nicht kennt, oder kann ich jetzt natürlich nicht für jedermann sprechen oder so, ne? Aber also dass man gegen Saisonende sozusagen eine gewisse dass es also sich auf jeden Fall lohnt, die Intuition ein bisschen einzubeziehen. Und natürlich kann ich das jetzt schwerlich, wie soll ich das machen jetzt? Ich könnte dann eben bloß sagen, hier ist indiziert, ich mache es nicht. Aber da hatten wir jetzt das Beispiel gerade Paderborn in Leipzig, wo der Computer natürlich klar gesagt hatte, hier, nimm Paderborn. Und dann habe ich das erste Mal so ein Spiel gestrichen. Natürlich war dann auch schlechte Erfahrung mit dem und mit dem oder so. Und dann eben auch die Erkenntnis, dass es jetzt halt wirklich nicht mehr geht, so ungefähr. Ne? Für die. Ich wollte jetzt bloß mal hier rauf gucken, wie es mit dem Ander war. Ja, das Ander war auch klar indiziert. Klar indiziert. Ja, ganz klar. Also Seite und Ander waren beide fett indiziert. Und da haben wir natürlich jetzt zwei volle Einheiten verschenkt, wobei ich ja dann immer sage, na, wenn wir gespielt hätten, wäre alles auf der Welt anders. Ne? Schmetterling hier nach links oder nach rechts. Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann die Welt verändern. Und das ist ja mehr als ein Flügelschlag. Wir haben was gewettet, wer weiß. Also. So, und von daher, weiß nicht, aber ich weiß nur, dass man manchmal vielleicht auch ein Spiel streicht, mathematisch, wie auch immer, wäre es nicht gerechtfertigt, aber halt intuitiv streicht oder so. Ne? Ja, gut, also jetzt habe ich darüber meinetwegen auch wieder viel erzählt, aber naja, klar, so oft hat man jetzt nicht Saisonende, wo ich das sagen genauer und oder halt noch gar nicht natürlich, aber dass man einfach verstehen sollte oder wissen muss, dass eben es da mehr gibt als nur diese Computerzahlen. Und die natürlich auch sonst überhaupt keinen Anspruch auf Gültigkeit oder Perfektion oder irgendetwas erheben und erheben können. Das ist eben alles Quatsch. Also da ist eben jetzt, sagen wir mal, philosophisch wäre es ja so, der perfekte Prophet oder der, nicht wie es schon Pascal oder wer war es, wie heißt denn der andere Mensch immer, Laplace, halt diese Mathematiker dann schon sagte, wenn man alle Parameter kennen würde und in eine Formel packen würde, dann könnte man möglicherweise das Ereignis absolut, also ausrechnen vor dem. Da meinte er natürlich jetzt einen Würfel oder so. Aber das ist ja trotzdem die philosophische Überlegung, dass man jetzt sagt, heute sind wir viel weiter, Chaostheorie, das kann ja nicht, sind zu viele Parameter oder so, aber dass man einmal diesen Satz gesagt haben muss und gehört haben muss und dass es irgendwann sowieso jemand darauf kommt, das ist einfach klar und dass natürlich eine gewisse Weisheit da drin ist. Wenn man alle Parameter kennen würde und in eine Formel packen könnte, dann könnte man es exakt ausrechnen. Dann wäre eben der Zufall eliminiert, sozusagen. Bloß sind die Vielzahl der Parameter, würde man heute eben antworten, sind eben zu viel. Und bei Fußball und Menschen, die natürlich elf und das und Ball und Papierkugeln oder was wissen wir ja alle, die, wo soll ich das, wie soll ich diesen Parameter einbeziehen, dass da eine Papierkugel, das ist eben Chaosprinzip einfach. Ne? Dann kann ich es nicht alles, alle Parameter. Aber von der Theorie her, würde ich trotzdem sagen, hat der recht gehabt, Pascal war es, glaube ich, doch. Aber dass man, ja, wenn man alle kennt, dann geht's. Aber wird halt nie alle kennen. Und bei so einem einfachen Beispiel wie dem Würfel kann man noch sagen, na, warum eigentlich nicht? Also wenn du nun tausendmal probiert hast auf der Oberfläche mit der Geschwindigkeit, mit der Zahl oben oder so, dann hast du vielleicht doch einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit. Oder kannst du nachher sagen, guck mal, kommt immer das, warum, weiß ich nicht, aber irgendwie funktioniert es halt oder so, ne? Also, dass dann eine Regelmäßigkeit reinkommt. Wie auch immer, jedenfalls, ich erhebe da keinen Anspruch darauf, nicht mit den Zahlen und eben auch nicht, dass man es jemals könnte, weil es eben einfach, also wie ich dann immer gerne sage, dass der, wenn man jetzt sagt, mit dem linken Fuß aufgestanden oder so, das kann ich ja jetzt nicht in die Formel packen oder wie soll ich das machen? Der ist auch im linken Fuß aufgestanden. Ich meine, man könnte ja auch sagen, hat sich mit der Freundin gefetzt oder was auch immer. Und ein Spieler nur, kann Trainer, das kann jeder sein, kann aber ein Zuschauer sein, der plötzlich die Büchse reinwirft, wie bei Gladbach gegen Inter Mailand, was auch immer. Jedenfalls, es ist viel zu viel Chaos da drin. Nur,
Also von daher werde ich es sowieso nie endgültig. Bloß man kann eben sagen, naja, trotzdem kommst du ganz relativ nah ran und vor allen Dingen eben macht der Markt viel mehr Fehler, beziehungsweise halt dann die Masse, Massenintelligenz, die natürlich total kräftig und gewaltig auch mitmischt und natürlich auch eine gigantische Berechtigung da hat. Und trotzdem aber gibt es halt Effekte, die übertrieben werden. So, und jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Wir haben also Effekte, die übertrieben werden, beziehungsweise dann eben Fehler, die definitiv gemacht werden. Also die Fehler, aber die sind eben kleine Prozentverschiebungen nur, beziehungsweise halt, dass dann irgendwo doch die Quote zu unseren Gunsten ausschlägt. So, und das muss man dann eben nur versuchen, systematisch aufzuspüren. Jetzt habe ich erst zweite Liga gezeigt, ein Tor vor für die Heimmannschaften, wo ich dann erst sagte, sieht man schon den Effekt, der aber in der zweiten Liga gar nicht eingetreten ist. Von daher lag es daran, dass die drei Top-Favoriten auswärts gespielt haben. Und hier sehen wir jetzt sogar, dass die Auswärtsmannschaften anderthalb Tore vor sind. Man sieht also häufig genug, dass es eben Zufälligkeiten, also jetzt von den Paarungen und das, aber hier würde ich schon sagen, Bayern spielt ja zu Hause, Dortmund, Leipzig spielen auswärts, okay, aber das hätte man nicht, diese Übergewichtung der Top-Favoriten, zumal Bayern ja nun mal die Nummer 1 ist. Die anderen Paarungen jetzt im Einzelnen zu untersuchen, wäre ohnehin zu komplex. Also, dass eben jetzt mehr Favoriten aus hier, Leverkusen vielleicht, okay, könnte man noch sagen, wäre noch eine dritte Mannschaft, auswärts, die auch recht deutlich vorne liegt. Aber trotzdem sind halt die 1,4 Tore für die Auswärtsmannschaften jetzt viel mehr Abbild dessen, was sich ereignet hat, nämlich kein Heimvorteil mehr, also sozusagen, oder reduziert. Und der Computer reagiert darauf, ohne dass ich ihm irgendetwas zusätzlich erklären müsste oder ihm halt Parameter jetzt von Hand verstellen müsste. Das macht er von sich aus. Wenn jetzt jemand sagt, habe ich doch von Anfang an gewusst, hätte er sagen können, dann verstelle ich es vorher, dann haben wir schon vorher bessere Ergebnisse. Es lag aber nicht, definitiv nicht daran. Also erstens, wie ich schon sagte, dass der Markt sozusagen intuitiv auch immer wieder dabei bleibt, diese Heimmannschaft, diesen Heimmannschaften diesen Vorteil zu geben. Das müsste also schon eine etwas nachhaltigere Zeitspanne jetzt auch, oder wo man dann sagt, na, jetzt hat sich das wirklich manifestiert. Und wie ich ja gestern sagte, durch die Zweitliga-Ergebnisse waren jetzt die Heimmannschaften trotzdem drei Tore vor. Und wenn man nachher sagt, na, du hast aber 12 erwartet, waren nur 3, dann würde man noch immer sagen, na, das ist eigentlich statistisch gesehen irgendwo im Rahmen dieser Abweichung. Aber wie gesagt, hier haben wir ein bisschen zusammenspielende Effekte, aber das ist jetzt eben nicht im Einzelnen, also hier nachzuvollziehen auch, was er vor der Saison, das wäre natürlich interessant gewesen, wenn ich jetzt diesen Spieltag vor der Saison schon ausgerechnet hätte und dann hier jetzt diese Zahlen, kann ich ja vielleicht, fällt mir jetzt ein, natürlich als gute Idee, dass man sowas machen kann, dass man das dann immer gegeneinander stellen kann, dass man sieht, inwieweit sich da Favoritenstellungen jetzt komplett verschoben haben. Meistens ist es aber so, dass man, also in meiner Erfahrung, dass man das so weit weggeschoben hat, dass man das einfach schon gar nicht mehr weiß, was man am Anfang der Saison von den Mannschaften dachte. Also sprich, eher müsste ich halt sagen, ich habe es am 18. Spieltag jetzt berechnet oder so ungefähr, dann hätte man vielleicht schon einen gewissen Bezug. Also dann würde man eher sagen, was ist das für ein Quatsch oder so, was er vor der Saison gemacht hat, obwohl wir es damals mit voller Überzeugungskraft gemacht haben. Jetzt habt ihr wieder eine Menge Blabla gehört, aber vielleicht ist ja auch was Interessantes bei. Die 3,24 gegenüber den 3,1 könnte man sagen, so ganz klein bisschen Verwirrung. Das, naja, wie ist es jetzt mit den Toren wirklich, aber alt und neu sind ja nicht immer ganz im Einklang, ist aber auch gut so, das freuen wir uns ja, weil wir ja uns freuen über eine alternative Meinung, die aber trotzdem einen profunden, einen Kern hat, also an den wir auch glauben, also nicht jetzt einfach nur, da hat jemand irgendwie so die Krake Paul oder so, also die brauche ich dann nicht. So, obwohl ich ja der Paul bin, ne? Paule Fußball-Blog, wie ihr seht, immer gerne vorbeischauen, Lives. Ja, leave your like, comment, subscription. Wir schauen nochmal hier jetzt kurz wegen des Vorteils. Und hier ist es halt nur 0,9 Tore. Könnte man sagen, naja, altes System, ein bisschen konservativer. Das beeinflusst sich aber nicht. Das ist eben bei dem neuen System sozusagen eine Vielzahl von Parametern, die dann eben vielleicht in dem Zusammenspiel dafür sorgen, dass es eben dann etwas schneller, wenn es sich eben deutlicher zeigt. Aber ich würde jetzt sagen, natürlich zwischen 0,9 Toren und 1,4 ist jetzt auch nicht so ein gewaltiger Unterschied. Da müsste man jetzt eher manchmal auf die Paarungen konkret gucken. Man könnte es trotzdem so interpretieren und das ist natürlich auch ein bisschen was,
Wahres daran. Aber so sind wir ihm dankbar und erkennen auch an, gleichzeitig die Verneigung vor dem, also diesem Chaosprinzip oder dieser, dass wir eben nicht diesen Anspruch haben, dass ich also sozusagen gleich den Beweis mitliefere hier in diesen Zahlen, dass ich eben nicht an diese absolute endgültige Berechenbarkeit glaube. Ich sage, hier sind meine Zahlen da, die sind fertig berechnet, so ist es. Und alles andere wäre Quatsch, wenn ich also schon selber mit zwei Methoden zu leicht voneinander abweichenden Ergebnissen kommen kann. Und hier haben wir die Torerwartung des 31. So, im alten System. So, jetzt kommen, ja, das ist jetzt die Richtigstellung. Also die habe ich jetzt hier eingeblendet. Wer jetzt eben nur zweite Liga hat, dann eben Pech oder sagt dann, du Knallkopf oder so. Aber vielleicht mache ich es nochmal da in die Beschreibung rein. Das ist ja ein kleiner Fehler hier. Oder so, dass man es dann schon vorher sieht. Hier waren halt die Fehler bei Nürnberg gegen Fürth, stand hier glaube ich 2,03. Ja, dann weiß ich jetzt, hier könnte 1,96 oder so gestanden haben. Weiß ich nicht mehr. Ich hatte mich eigentlich bei Nürnberg-Fürth auch gewundert, wie ich dachte, 2,03. In dem Moment, als ich das hier vorgestellt hatte, das Video. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber habe dann natürlich nicht innegehalten oder nachgeguckt oder so, dachte dann, das ist aber eine Menge. Also ich meine, wie soll das gehen? Da ist es sozusagen, dass der Markt jetzt einfach sagt, Nürnberg muss doch gewinnen, Fürth ist sicher. Dann werden sie auch gewinnen, so ungefähr. Bei 1,87 ist es immer noch so, bloß da kann man noch eine gewisse Rechtfertigung sagen, na, Nürnberg war doch vor der Saison stärker eingeschätzt und so und jetzt ist so ein bisschen Crunch-Time und die waren ja auch ein bisschen besser und Fürth, ich meine, gestern war okay, absolut okay, also gute Leistung, würde ich sagen. Also zweite Halbzeit unter Druck ist vollkommen normal, aber sie hatten eben erste Halbzeit auch so viel, dass man sagen könnte, auch hätten noch ein zweites haben können oder so, wo man dann heute oftmals sagt, Spiel ist durch. Was natürlich, wie die Sprecher auch nicht spüren, dass es eben nicht im Sinne des Erfinders oder auch der Unterhaltung ist, wenn man jetzt immer das Spiel bei 2-0 abpfeifen kann und die Zuschauer ins Bett schickt oder nach Hause. So, das braucht ihr euch nicht mehr anzugucken. Bei 0-0 ist langweilig, weil es 0-0 steht. Bei 1-0 kennt man einen Sieger, also braucht ihr auch gar nicht erst einzuschalten. Ich meine, Saarbrücken gestern, was soll man da noch gucken nach ein paar Minuten? Da ist 1-0 oder so. Ich weiß nicht, ich habe Österreich geguckt dann. Es ist eben nicht möglich oder keine Ahnung, aber vielleicht lohnt es sich ja auch oder jemand hat weitergeguckt. Aber es ist eben dann nicht möglich. Es ist eben 1-0, was weiß ich, Mann. So, also gegen Leverkusen, wer weiß, ne, klar, 3-0 oder. So, Kiel gegen Wien, da war eben auch der andere Kurs, es ändert nichts daran und hier war auch, glaube ich, da hatte ich zweimal den gleichen Kurs runterkopiert, 1,96, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall sind das hier die korrekten Kurse, beziehungsweise halt die von Dienstag und das ist im Tabellenformat, zeige ich es nochmal. Und jetzt sind wir schon soweit, schon nach Minuten, die ich jetzt gar nicht sehen kann, weil ich nicht die Uhr gestellt habe. So, dass wir die Tipps sehen. Und hier in der ersten Liga haben wir 4, also zweite Liga hat man 5 auf die Seiten, 4. Hier müssen wir natürlich sehr gut überlegen und wenn ich die Qualität dieser Tipps, ohne dass ich sie jetzt schon vorher besonders geprüft hätte, also oftmals beim Erzählen und dann erinnere ich mich auch wieder, warum habe ich eigentlich und so und wie kommt es dazu und dass es eine Gerechtfertigung vielleicht gibt, aber die sind trotzdem von der Wertigkeit verglichen mit der zweiten Liga, wo alle Spiele also einen gesunden Kern irgendwo haben, diese Wetten oder die Tipps, die ich da abgegeben habe, die wir ja hier jetzt halt gerade nochmal gesehen haben, ne? Bielefeld halt braucht noch und 3 Punkte, also würden immer noch nicht endgültig, glaube ich, weil da müssten die gegeneinander spielen, weiß ich jetzt nicht, könnte aber sein. Sozusagen alle Motivation, Sandhausen 39 ist okay, Dresden volle Motivation, gut gespielt gestern, ein Sieg, unentschieden, okay, bisschen wenig, hätten aber gewinnen können, aber es ist nicht zu spät, weil es sind 2 Punkte, Montag noch ein Spiel, in Bielefeld, okay, auch nochmal schwer, aber es ist möglich und HSV halt absolut nicht stabil. Nürnberg Fürth als absoluter Klassiker, das Super Derby, wo Fürth immer sagen würde, Hauptsache gegen Nürnberg, so ungefähr Dortmund-Schalke, kann man sagen, ist die Nummer 1 geworden, aber das ist eben der Klassiker so. Und bei Wien auch alle Chancen da, Kiel gesichert, also ist absolut solide, Karlsruhe, alle Motivation, Stuttgart halt wie HSV wackelig. Also die ganze Saison über, sagen wir mal, haben wir damit gut gelegen, dass wir eben immer sagten, nö, Computer möchte immer gegen Stuttgart, so sehr vertraut er ihnen nicht und sie haben ja nun immer wieder, wie auch am Sonntag, gegen Osnabrück halt wieder nicht gewinnen können. So, und hier ist es halt vollkommen anders, also würde ich sagen. Also auch die Tabellensituation, da müssten wir vielleicht nochmal genau gucken, aber also Wolfsburg-Freiburg passt überhaupt nicht, also wäre nur nach Zahlen, aber
kann ich eben sagen, Auswärtsmannschaft haben wir immer ein kleines Plus jetzt für, also einfach, ja, und Freiburg würde man nie jetzt auf den Gedanken kommen und auch nicht den Vorwurf machen können, dass sie jemals jetzt irgendwie Wettbewerbsverzerrung da irgendwie im Schongang oder sowas da gespielt hätten. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, dafür wäre Streich auch nicht der richtige Mann, also der würde sie immer versuchen halt zu, das ist einfach, da wird Fußball gespielt. So, und abgesehen davon sind ja Wolfsburg-Chancen jetzt vielleicht vorhanden, aber ist auch nicht so akut, aber meinetwegen ist dann alles okay. Aber da müsst ihr uns keine Sorgen machen, aber es ist eben nicht, niemals diese Qualität jetzt, weil eben, naja, ich muss Freiburg jetzt diese Motivation einreden, die aber im Grunde natürlich trotzdem selbstverständlich ist. Aber es hat, kann nicht das Niveau jetzt haben, auch nicht von Karlsruhe, Stuttgart oder einfach nur, wo wir definitiv eine Seite haben, die eben was tun muss. Und das kann man halt hier nicht unbedingt sagen. Bei Hertha Frankfurt natürlich ganz genauso. Jetzt habe ich letztes Mal diese Frankfurt-Wette so schlecht geredet gegen Mainz und jetzt spielen sie ja nur heute noch. Ich habe es noch nicht. Ihr seht es erst morgen und wisst dann schon. Und was soll ich jetzt machen? Ich kann es halt jetzt nicht so und dann nochmal. Und der Vorteil ist jetzt auch sowieso nicht groß, aber der Computer vertraut dann eben so ein bisschen. Also A, natürlich, dass Hertha heimschwach ist, aber Frankfurt ist auch auswärts schwach. Also das würde jetzt nicht... Ja, aber das hebt sich dann wieder weg. Aber natürlich hat Hertha jetzt, und sagen wir, das 0-1 in Dortmund war natürlich auch nicht schlecht. Davor fast keine Tore kassiert. Aber Frankfurt kann man eben sagen, also auch ein bisschen vielfach Belastung. Und klar müsste man jetzt ein bisschen noch sehen, wie es heute und so. Aber das kann niemals das Level erreichen. Das ist einfach jetzt hingeschrieben, Zahlen, habt ihr was. Aber nur, dass ihr differenziert. Ich habe eine Einheit und so kann ich es jetzt nicht ändern. Oder jetzt hier anfangen mit halben Einheiten oder Vierteleinheiten oder sonst was. Das wäre ja Quatsch, das mache ich halt nicht. Aber dann können wir nachher immer so ein bisschen die Bilanz auch wieder vielleicht korrigieren. Dass er dann sagt, naja, hat er ja dazu gesagt, war nicht so. Und das Gleiche ist hier, wobei ich jetzt sagen würde, ist eigentlich ein normales Spiel, aber es ist auch ein ganz kleiner Vorteil, nur im alten System und da könnte man es genauso gut streichen. Mainz war jetzt trotzdem gut und ja, also jetzt die einzelnen Spiele hier im Rückblick, aber auf jeden Fall waren wir letzte Woche sehr gut und na, das ist nicht perfekt. Aber wir haben eben auch eine Auswärtsmannschaft, wo man sagen kann, naja, da hast du immer den kleinen Bonus. Bei Schalke Leverkusen natürlich passt in dem Sinne überhaupt nicht, aber Leverkusen ist jetzt im Finale, da könnte man so ein bisschen die Motivation umkehren und Schalke muss ja. Also muss oder wie soll man sagen, das kann man ja gar nicht mehr dann mit ansehen oder jetzt wie auch immer. Also ich meine, die könnten jetzt niemals sagen, lass mal austrudeln, dass die Leistungen jetzt überhaupt nicht dafür standen, dass sie jetzt der große Funken da überspringt oder was weiß ich, was da passiert. Aber die Motivation muss da sein. Also das kann nicht anders sein. Da kann man nicht sagen, jetzt noch ein Niederlage macht ja nichts, weißt, wir haben ja 39 Punkte oder wie viel es sind. Das ist einfach Quatsch. Und Leverkusen ist im Finale, natürlich haben wir hier mit Heim auswärts nicht, aber da würde der Markt jetzt eben so aus meiner Sicht halt ein bisschen überreagieren. Natürlich war das auch bei Union Schrott, also ich meine, wir wollen nicht die Mannschaft haben, die Schrott spielen, bloß deswegen kriegen wir ja auch diese Lions oder so, ne? Also man denke mal an den 12. Spieltag vielleicht, wo Schalke auf 2, 3, wo standen sie? Oder so, was wir da gekriegt haben, da wäre ja 0,25 vielleicht gewesen, wenn überhaupt plus. So ungefähr. So, und jetzt staunen wir nur noch ganz kurz mal über das hier. Und in der zweiten Liga hatten wir dieses Kiel gegen Wien, wo ich ihm sage, und bei Köln Union, ich meine, ich kann hier mit nichts einen Fehler entdecken und Köln hat jetzt sowieso, und die Goal-Performance ist ja nicht durch Zufall over, also plus, weil eben zu viele Tore gefallen sind und wenn Union da nicht over und auch gegen Schalke oder so, dann sage ich also alle Achtung, dass es trotzdem bis zur letzten Minute versucht haben, ganz anders als der Sprecher einen einreden wollte, also wenn es ein Under geworden ist, 1-1 oder so, klar, ein bisschen Schalke und das jetzt nicht so flüssig und dass sie auch sagen, Punkt ist erstmal gut oder so, ja, ist nicht so schlimm, aber trotzdem waren die Versuche da. Aber das jetzt dadurch ein Under daraus zu machen, weil das letzte Spiel 1-1 ausging oder so und dann bis zur letzten Stelle nach dem Komma, wie Wolf Fuß uns erklärt hat, also das war klasse, wirklich. Jetzt habe ich aber ganz, also Stielaugen habe ich gekriegt. Guck mal, 0, also 75. Minute erklärte mir 0-0, bis zur letzten Stelle nach dem Komma. Na, da, guck mal, da kann man nicht besser die Zuschauer anlocken. Guck mal, wie ein 0-0 bis zur letzten Stelle nach dem Komma aussieht. Nix passiert, gar nix. Also, ich weiß nicht. Also Stielaugen, ich glaube, streichelt aber auch man dann und dann noch gefesselt werden, damit man sitzen bleibt. Und jetzt hört zu und Ohren aufgesperrt. Voll Fuß spricht. Nee, also gut. Okay, jetzt habt ihr das. Ich meine, dass ich da immer mal wieder, naja.
Und hier sind jetzt aber die Tipps, die, das muss jetzt richtig sein. Also, ich meine, jetzt habe ich hier alles richtig übertragen, denke ich mal. Dass man einmal im Tabellenformat alle Tipps, sind eben nicht so viele geworden diese Woche. Ich bin aber, naja, eher ein bisschen erleichtert oder so, weil ich dann denke, nee, jetzt, wenn da jedes Spiel angezeigt und so. Und gerade bei den Over-Under bin ich halt, also, was erstaunt, wenn ich so sagen darf. Es ist wirklich keine weitere Indikation. Da kann ich ja dann nur sagen, ja, wie, so gut war der Computer noch nie oder massenintelligent. Ich weiß nicht. Also, perfekt abgebildet. Wie machen die Kurse? Alles geht auf. Aber die beiden Over, die hier rausgefallen sind noch, wo ich sage, da erkenne ich jetzt überhaupt nicht im Ansatz sozusagen den Fehler in der Einschätzung. Ne? Ob das kommt, das wissen wir nicht. Aber... Und hier haben wir also komplett. Und jetzt sind wir auch schon durch. Und ich danke mal wieder und ich verweise erneut, blog das und wie gesagt, den Daumen hoch und die Subscription, alles for free und Comments. Ich gehe wieder drauf ein, es ist halt jetzt einfach manchmal ein bisschen viel und ich versuche halt trotzdem zu beantworten und natürlich, dass wir da auch ein bisschen in die Diskussion kommen. Natürlich über den Blog, vielleicht halt, dass ich da jetzt auch texte. Ich habe ja jetzt gesagt, beim Zweitliga gucken ja wen ja, also kann ich es hier wiederholen. Weil dann alle dabei sind, dass ich eben jetzt diesen Text so ein bisschen vorbereitet habe oder schon angefangen habe zu schreiben, aber es ist ja da auch mal die Frage, wann man sich diese Zeit noch rausnimmt, um dazu zu kommen. Aber Elfmeter ist die falsche Strafe, wo eben einfach, ja, also für mich ist es halt die Entscheidung, die sozusagen auch geeignet ist, den Fußball komplett kaputt zu machen oder so, weil es eben einfach nicht funktioniert mit dem Elfmeter. Also sie geben ihn nicht, aber dann immer eine Rechtfertigung oder so, aber da einfach mal was anderes. Aber okay, da könnte man vielleicht mal reinschauen und dann findet man auch ein paar Sachen. Also interessante Dinge. So, Dankeschön und